Als Kind wurden uns die meisten Entscheidungen abgenommen. Das hat sich natürlich über die Jahre verändert. Wir mussten lernen, selbst unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, aber nicht nur das, sondern auch mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen zu leben. Und möchten das Ganze deshalb an drei Situationen verdeutlichen in unserem Leben, an drei Entscheidungen und vor allem auch die Tipps noch mitteilen, die uns heute dabei helfen, nicht nur leichte Entscheidungen zu treffen, sondern diese auch mit einem viel besseren Gefühl. Wir sind Anja und Ilan. Wir freuen uns sehr, dass ihr auf unserem Kanal gelandet seid. Hier erwarten euch Themen rund ums Tiny House, also um unser Tiny House, aber auch um die Philosophie des Lebens auf kleinem Raum. Wir besuchen hin und wieder auch mal andere Tiny House-Bewohner, philosophieren auch gerne mal über die Themen des Lebens, die uns so gerade interessieren, unter anderem auch das heutige Video handelt davon. Und wir teilen auch sehr gerne mal unsere Lieblingsrezepte mit euch. Wenn euch also eines dieser Themen interessiert, dann könnt ihr euch einfach unsere Playlist aussuchen und da gibt es auch nur Videos dieser einzelnen Themen. Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich möchte an der Stelle noch erwähnen, dass wir uns auf Lebensereignisse beziehen, also keine kleinen Entscheidungen des alltäglichen Lebens. Und ich möchte ganz gerne beginnen mit Anja. Mhm. Damals, als du noch 18 warst, 19 warst. 18. Auf jeden Fall wolltest du für ein Jahr ins Ausland. Hattest nur ein Backpack, ein paar Euro. Es hätte auf jeden Fall nicht gereicht für ein Jahr. Und hast dir dann drüben einen Bulli gekauft und bist dann durch den Kontinent gereist. Was du immer so krass findest. Ich finde das, also ich habe das mit 18 hätte ich sowas noch nicht gemacht. Ich weiß nicht warum, aber das... Ja, so war ich einfach nicht. Ich finde es einfach erstaunlich, dass du da alleine angetreten bist. Als Teenie war ich erstmal satt, auf dem Land zu leben und wollte raus und wollte die Welt erkunden, mich kennenlernen, meine neuen Grenzen testen und vor allem war mir eh nicht klar, was ich mit meiner Zukunft machen wollte. Ich wusste nicht, soll es eine Ausbildung sein, soll es ein Studium sein. Ich hatte die einzigen Zweifel, dass ich vielleicht nicht ankomme und dass das viele Geld für den Flug, welches ich dann ja investiert habe, so viel habe ich ja vorher noch nie ausgegeben, dass es irgendwie für die Katz wäre, weil ich dann, wenn ich dort bin, merke, oh, jetzt bin ich doch einsam, weil ich alleine hingeflogen bin. Ich kann mich doch nicht so gut verständigen. Vielleicht hat das Englisch doch nicht ausgereicht. Ja, ich hatte einfach Sorge, was ist, wenn es mir nicht gefällt und ich viel früher zurück will. Meine Schwester ist in meinem Leben immer der festeste oder so der Ankerpunkt gewesen und mein großes Vorbild, die mich immer in allem bestärkt hat, so wie auch meine Eltern, aber ja, ein Schwesternverhältnis ist halt doch nochmal was anderes und sie hatte mich gefragt, wovor hast du Sorge? Und dann habe ich genau das mitgeteilt und dann meinte sie, ach Anja, weißt du, wenn es das ist, dann mach's, dann packst du das auf jeden Fall. Und das hat mich bestärkt, das hat mir den letzten Kick gegeben, es war längst schon gebucht, das waren so diese letzten Zweifel beim Packen, wo ich dann doch unsicher war, oh Gott, jetzt geht's wirklich los. Also es ist die größte Bereicherung, die größte Ausbildung des Lebens gewesen, die ich bis dato kennenlernen durfte und ich kann nur jedem Mut machen, genau das zu tun. Okay, also du bereust es auf jeden Fall nicht. Auf keinen Fall. Du sagst ja auch immer, du würdest es immer wieder so machen, damals, zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Heute ja nicht mehr, weil ich bin ja da. Genau. Heute würde ich es mit dir machen. Heute würdest du es mit mir machen. Soll ich mal mein Erlebnis erläutern? Unbedingt. Okay. Der Grund, warum wir uns kennengelernt haben und warum ich studieren gegangen bin, das war eigentlich eine ganz, ganz wegweisende Entscheidung in meinem Leben. Ich habe mich damals ja gleich in die Berufswelt reingestürzt, ins Berufsleben und es ging erstmal darum, Geld zu verdienen. Und dann hatte ich eben irgendwann meine eigene Wohnung und die hatte ich irgendwie 6 oder 7 Jahre. Und dann war ich auch schon 26, habe 2 Beziehungen in dieser Wohnung gehabt, die zu Bruch gegangen sind. Und ich hatte eigentlich, ich glaube, es war aus einer Krisensituation heraus, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, jetzt mal etwas zu machen, was ich sonst nie gemacht hätte. Aber wenn schon studieren gehen, dann wenigstens etwas, was mich interessiert, um den Fokus wieder auf die Musik zu lenken. Weil das ist etwas, was mich mein Leben lang eigentlich begleitet hat, egal was ich, in welchem Bereich ich tätig war. Die Musik war immer ein Begleiter. Nahezu damals an meine Freunde hatten studiert. Zu dem Zeitpunkt, ich habe mich da irgendwie geweigert. Ich wollte einfach erstmal Geld verdienen. Und dann deine Pause, Schulpause war dann ja enorm. Meine Schulpause war enorm und ich hatte einfach Zweifel daran, ob ich da noch andocken kann, ob ich dieses Lernpensum schaffe. So. Gab es einen Worst Case, wo du dachtest, oh Gott, das ist das Schlimmste, was passieren kann? Oder? Nee, weil der Rest, also über den Rest habe ich
tatsächlich nicht gezweifelt, weil es war eine Krisensituation. Es war für mich einfach so, du musst jetzt was ändern. Also ich wollte einfach nicht mehr so leben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, im Rückblickend hätte ich es vielleicht nicht so gemacht? Also ich muss ganz ehrlich sagen. Ich musste die Frage stellen. Also du weißt ja, wie ich das sehe. Ja, na klar bereue ich das nicht. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe die Musik wieder als Mittelpunkt meines Lebens gehabt. Und da lag wieder mein Fokus und das hat mir gut getan. Ich habe gemerkt, dass das der richtige Weg war. Kommen wir mal zu der Phase nach dem Studium. Mhm. So, jetzt haben wir studiert und haben unsere Entscheidung gemeinsam getroffen. Die Entscheidung für das Tiny House eigentlich. Ich würde schon sagen, dass wir beide uns schnell anfixen lassen. Also wenn man von den Pro-Argumenten, pro Tiny House, machen wir das jetzt oder nicht, spricht, dann haben wir uns definitiv schnell anfixen lassen, weil es eben auch aus einer persönlichen Krisensituation kam, nicht beziehungstechnisch, aber es ist das Gleiche wie nach dem Abi, na was soll ich jetzt machen, Ende des Studiums, na was wollen wir denn jetzt machen? Wir wollten zwar eine große Veränderung, obwohl wir eigentlich alles hatten, was wir brauchten. Wir hatten eine schöne Wohnung, wir konnten uns die Wohnung leisten eigentlich, wir hatten gute Jobs nebenbei, wir haben beide gut Geld verdient und konnten uns ein bisschen Geld beiseite legen. Der Fokus ging ein bisschen verloren von der Musik nach dem Studium und ich wollte mich halt nicht irgendwo bewerben. Ich hatte da irgendwie kein gutes Gefühl, für irgendjemanden zu arbeiten, sondern ich wollte eigentlich eher selbstständig sein. Das war immer schon unser Ding, wir wollten immer selbstständig sein. Und die Wohnungsmiete war eigentlich so der Auslöser in Verbindung mit einigen YouTube-Videos und natürlich auch die Kanäle, denen wir folgten und unsere Lieblingsserie Tiny House Nation und so weiter. Das war einfach so eine komprimierte Freiheit, die mir da, mit der ich mich identifizieren konnte, irgendwie zu sagen, ich habe mein ganzes Haus dabei, egal wo ich hinreise und wir sind immer irgendwo zu Hause, wenn wir zusammen sind, und das war irgendwie vom Konzept her etwas, was ich verstanden habe. Aber es war ja nicht alles pro. Also das klingt jetzt so, als ob wir nur die Vorteile gesehen haben und dachten, oh, das machen wir jetzt super. Es gab ja auch Punkte, wo wir überlegt haben, na, ob das dann auf Dauer das Richtige ist. Du hattest dann auch gesagt, was ist denn, wenn wir Familie gründen wollen und das Haus ist zu klein. Also ich habe einmal das gesagt und einmal war ich mir nicht sicher, ob wir nicht doch unsere Wohnung untervermieten sollten, weil wir so eine tolle Lage hatten zum wirklich unfassbar günstigen Mietpreis. Und du wolltest so ein Backup-Plan, dass wir immer noch die Wohnung haben. Ich wollte einen Backup-Plan. Ich habe mich sehr gewundert über meine Einstellung, aber ich wollte einen Backup-Plan. Da war Anja einfach nur mal ein bisschen flexibler. Obwohl mich dieses Leben so angefixt hat und es hat richtig gejuckt und gekitzelt. Ich hatte dieses Gefühl sehr lange nicht mehr. Dieses Projekt hat mich sehr gereizt. Wir haben uns am Ende trotz aller Skepsis einfach eine wichtige Frage gestellt. Was ist uns denn wirklich, wirklich, wirklich wichtig im Leben? Also was ist uns mit am wichtigsten? Und das war für mich, wenn ich für mich sprechen darf, dass wir zusammen sind. So, dass wir eine Familie sind, dass wir zusammen sind und dass wir keine Entscheidung alleine treffen, sondern dass wir die gemeinsam treffen und auch gemeinsam stemmen. Wenn man sich die Frage stellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, und man das mal wirklich herunterbricht und dann auch kommuniziert, dann hilft das wirklich immens, eine gute, für sich positive Entscheidung zu fällen. Wo wir heute, wenn wir zurückblicken, sagen, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Selbst wenn wir nach fast 3 Jahren unseres Aufenthalts hier immer noch nicht fertig sind mit dem Tiny House Projekt. Wir wachsen ja auch enorm. Oder man selbst, gerade bei so lebensverändernden Entscheidungen, das schmeißt einen immer in kaltes Wasser. Es geht nie alles glatt. Was hat sich also aus heutiger Sicht oder aus heutiger Perspektive verändert? In der Entscheidungsfindung? Ja. Wenn mich irgendwas anfixt und ich Lust darauf habe und ich mich für diesen Weg entscheiden möchte, dass ich mich trotzdem mehr in dieses Thema einlese. Warum will ich das machen? Was finde ich an der Idee gut? Ja. Welche Zweifel habe ich auch an der einen oder anderen Stelle? Und ganz wichtig, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann merke ich ganz oft, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, selbst wenn das Allerschlimmste passiert. Wir haben ja wirklich unsere Karrieren erstmal hinten angestellt und haben gesagt, das ist uns erstmal wichtig, dass wir ein Eigentum haben und dass wir mit diesem Eigentum immer noch flexibel bleiben. Also das hat mich natürlich sehr angefixt. Und Flexibilität bedeutet aber auch, und das wissen wir heute, viel, viel mehr als nur örtliche Unabhängigkeit, sondern Flexibilität beginnt echt im Kopf. Und durch diese Entscheidung habe ich das gelernt und das erleichtert mir wiederum, künftige Entscheidungen zu treffen. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir heute weniger darüber nachdenken, welche Entscheidungen
der Norm entsprechen würden, was Job und Karriere gerade angeht oder Familiengründung, also was man eben so macht, dass wir uns da weniger dran anlehnen, sondern gucken, was macht uns glücklich, was ist uns wichtig. Ganz, ganz wichtig ist, dass man auch dran bleibt. Dass man da wirklich konsequent ist. Nicht aufgibt. Nicht aufgibt. Und das ist eigentlich, ich würde fast meinen, wenn man sich für einen Weg entscheidet, mit das Wichtigste. Wir haben zum Schluss noch eine Handvoll Tipps oder auch für uns Motivationssprüche aufgeschrieben, die wir euch gerne vorlesen wollen, die uns immer wieder daran erinnern, unsere Entscheidungen mit größerer Überzeugung oder Leichtigkeit zu treffen. Willst du das erste vorlesen? Ja. Finde heraus, was du willst und was du nicht willst. Und dazu gehört auch einfach mal das Ausprobieren. Das nächste ist, festige deinen Willen durch Wissen. Bleib kritisch und sei nicht ängstlich. Und wenn du deine Entscheidung getroffen hast, dann mach es mit vollster Überzeugung und halte an dem Ziel fest. Affirmiere dein Ziel. Erinnere dich immer wieder daran, wie toll es sein wird, wenn du dein Ziel erreichst oder erreicht hast. Und das Letzte, du kannst dich nicht falsch entscheiden. Denn jede Entscheidung, die du triffst, lässt dich lernen, lässt dich reifen und dann weißt du es eben fürs nächste Mal besser. Also sei dankbar für jede Entscheidung, die du triffst, denn alles, was dann auch mal nicht so toll läuft, ist nur eine Herausforderung, damit es beim nächsten Mal besser funktioniert. Also du gewinnst einfach an Erfahrungen. Ja, und das hilft uns echt immer. Ja, und es hilft dann auch, sagen zu können, ich habe das gelebt, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, gewissermaßen. Ich habe es ausprobiert. Ja. Ja. Erzählt uns doch gerne, ob es euch leicht oder schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, also lebensverändernde Entscheidungen, ob ihr da eher hadert aus Unsicherheit oder ob ihr auch mehr nach vorne prescht. Schreibt eure Erfahrungen gerne unten rein. Hinterlasst uns einen Daumen, wenn euch das heutige Video gefallen hat und wir freuen uns, euch in einer Woche wiederzusehen. Tschüss.